Der Streit zwischen Fabio De Masi und Tobias Huch geht in die nächste Runde. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Tobias Huch im Januar diesen Jahres einen Artikel veröffentlicht hatte, für den er von vielen Linken kritisiert wurde, darunter von Inessa Amani, Patrick Kaczymarczyk und auch von Fabio De Masi, dem Spitzenkandidaten des BSW für die Europawahl. Fabio De Masi hat sich nach seinem ersten Tweet, zumindest auf Twitter, nicht mehr zu diesem Streit geäußert, aber Tobias Huch hat das ziemlich exzessiv gemacht und setzt dabei anscheinend auf eine Doppelstrategie. Einerseits stellt er sich in die Opferrolle und beschwert sich darüber, wie viele Morddrohungen und Beleidigungen er doch bekommen habe, seitdem dieser Artikel kritisiert worden sei. Beziehungsweise, das ist ja sowieso keine Kritik, das sind ja alles Fake News, die da über diesen völlig richtigen Artikel verbreitet wurden. Andererseits wirft er seinen Gegnern aber Antisemitismus vor und ja, wie er, oder Hamas-Nähe und alles andere, wie er zu diesen Vorwürfen kommt, erläutert er meistens nicht. Aber seht selbst. Beginnen wir mal mit dem ersten Tweet, nachdem er auf Fabio De Masi reagiert hatte. Angestachelt durch die Fake News von Inessa Amani und Fabio De Masi werde ich gerade mit Morddrohungen und Beleidigungen überzogen. Wie widerwärtig muss ein Mensch sein, um so etwas loszutreten, weil er andere demokratische Meinungen zum Schweigen zwingen will? Hashtag Antisemitismus. Auch hierfür gab es eine Welle an Morddrohungen. Und dann verlinkt er noch einen anderen Artikel, den er ja in der jüdischen Allgemeinen anscheinend geschrieben hat. Hier zeigt sich schon das Muster, was sich auch durch die ganzen kommenden Tweets ziehen wird. Wer mich kritisiert, der ist schuld an dem ganzen Hass, den ich abbekomme. Wie widerwärtig muss ein Mensch sein, um so etwas loszutreten? Und dann irgendwas mit Antisemitismus. Begründen brauche ich das ja nicht, man kann das ja einfach mal als Hashtag hier einfügen. Und Tobias Huch war sehr fleißig und heizte den Streit mit einer ganzen Reihe an weiteren Tweets an. Dem BWS-Politiker Fabio De Masi ist es natürlich bekannt, dass ich niemals gesagt habe, die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig. Kurzer Einschub von meiner Seite. Erstmal ist das ein BSW-Politiker, kein BWS-Politiker. Und zum anderen hat Tobias Huch das tatsächlich nicht gesagt. Diese Überschrift stammt von der jüdischen Allgemeinen. Aber Tobias Huch hat diesen Artikel mit dieser Überschrift am 18. Januar geteilt und er hat am 20. Januar unter dem Tweet der jüdischen Allgemeinen, in dem auch diese Überschrift nochmal wiederholt wurde, kommentiert. Er wusste also, dass dieser Artikel diese Überschrift hatte. Und, das ist zumindest meine Analyse an der Stelle, ihn hat diese Überschrift anscheinend nicht gestört. Ansonsten hätte er sich ja bei der jüdischen Allgemeinen sofort beschweren können. Geändert wurde die Überschrift erst am 22. Januar, als es einen großen Shitstorm gab. Er weiß auch, dass ich eine Kollektivstrafe ablehne. Dazu hatte ich ja, wie gesagt, schon mal ein Video gemacht. Schaut euch das gerne an. Ich werde auch in diesem Video hier noch einmal auf die entscheidende Passage im ursprünglichen Artikel von Tobias Huch zu sprechen kommen, aus der sich dieser Vorwurf ableiten lässt. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Er postet diese Fake News nur, um eine höhere Gefährdungslage von meiner Familie und mir zu erzeugen und versteckt sich hinter seiner politischen Immunität als Europaabgeordneter. Wenn jemand also einen Artikel, den Tobias Huch verfasst hat, kritisiert, dann gefährdet er Tobias Huchs Familie. Also Kritik an Tobias Huch, die dient immer dazu, dass... Also was soll man zu diesem Schwachsinn noch sagen? Ich glaube, ich lasse das mal umkommentiert. Das spricht eigentlich für sich. Also jemand, der sich so dämlich in die Opferrolle stellen muss, wenn er legitime Kritik erfährt, dem ja, ist sachlich, glaube ich, nicht mehr beizukommen. Er verspottet, weil ich politisch liberal bin, meine Flüchtlings- und Entwicklungsarbeit der letzten 15 Jahre. De Masi habe ich nie in den Krisengebieten gesehen. Als ich Flüchtlinge aus Mosul und Shingal mit Trinkwasser empfangen habe, saß er in seinem MdB-Büro in Berlin und hat Kaffee getrunken. Als ich unter Beschuss des IS geraten bin, saß er in seinem MdB-Büro in Berlin und hat Kaffee getrunken. Als ich die LKW für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien vor Ort in Erbil organisiert habe, saß er in seinem MdB-Büro in Berlin und hat Kaffee getrunken. Als ich in Moria war und dort geholfen habe, dass Menschen vor der Küste nicht ertrinken, saß er in seinem MdB-Büro in Berlin und hat Kaffee getrunken. Als Hilfe für Kinder in Gaza mitorganisiert habe, saß er in seinem MdB-Büro in Brüssel und hat Kaffee getrunken. Als ich in Nordsyrien unterwegs war, saß er in seinem MdB-Büro in Berlin und hat Kaffee getrunken. Was De Masi da macht, ist nichts anderes als eine strafbare Verleumdung. Ich habe gegen Fabio De Masi jetzt Strafanzeige wegen Verleumdung bzw. übler Nachrede erstattet.
Strafantrag reiche ich nach. Also da würde ich mal sagen, toi, 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 meine Prognose, das wird nichts werden. Das wird eingestellt werden. Also nicht wegen der Immunität, sondern einfach, weil das an sich lächerlich ist. Also wie gesagt, ich hatte dazu schon ein Video gemacht, schaut euch das gerne an. Ich halte Fabio De Masis Vorwurf für eine legitime Paraphrasierung dessen, was Tobias Huch in dem Artikel da geschrieben hat. Hier der Originaltext ohne die De Masi-Fälschung. Fälschung? Das ist keine Fälschung, das ist die ursprüngliche Version des Artikels, die ich zeige es euch hier an dieser Stelle nochmal, die Tobias Huch geteilt hat und die auf Twitter, im Tweet der Jüdischen Allgemeinen, offensichtlich gesehen hat und womit er, zumindest wenn man sich den Tweet damals ansieht, zumindest meiner Analyse folgend nach, kein Problem hatte. Wie gesagt, das ist jetzt meine Unterstellung, dass er damit kein Problem hatte. Also kann ja sein, dass er nicht genau hingeschaut hat oder so, aber es brauchte 4 Tage, bis das geändert wurde. Er hat es auf Twitter geteilt, er hat es im Tweet der Jüdischen Allgemeinen gesehen. Also die Schlussfolgerung ist durchaus legitim, dass er auch mit der Überschrift kein Problem hat, zumindest meiner Ansicht nach. Kommen wir nun zu dem Tweet, wegen dem ich dieses Video eigentlich gemacht habe. Da aktuell die Hamas-Anhänger und Israel-Judenhasser durchdrehen, eine klare Ansage. Jedes Wort in meinem Kommentar in der Jüdischen Allgemeinen stimmt. Die ganze Welt hat in den Videos der Hamas gesehen, dass unzählige Zivilisten aus Gaza am 7. Oktober beteiligt waren. Sie haben ermordet, gefoltert, vergewaltigt und entführt. Aus den Gruppen der Hamas-Anhänger, Israel- und Judenhassern gibt es aktuell eine Fake-News-Kampagne mit gefälschten Screenshots und verleumderischen Aussagen gegen mich, damit ich zur Wahrheit schweige, damit das Leid der 1200 Ermordeten, das Leid der Entführten, das Leid der Verstümmelten unsichtbar wird. Durch solche Lügner und Hetzer lasse ich mich nicht einschüchtern. Die ersten haben schon eine Strafanzeige abbekommen und weitere werden folgen. Gut, kommen wir an dieser Stelle mal zu Tobias Huchs Aussage. Jedes Wort in meinem Kommentar in der Jüdischen Allgemeinen stimmt. Damit haben wir nun von Tobias Huch meiner Ansicht nach die Bestätigung erhalten, dass er auch mit dem ersten Absatz der ursprünglichen Version seines Artikels, von dem sogar die Jüdische Allgemeine mittlerweile schreibt, er sei missverstanden worden, dass er auch damit kein Problem hat. In der öffentlichen Wahrnehmung wird tunlichst unterschieden zwischen Zivilisten in Gaza und der Terrororganisation Hamas. Letztere wird als der Urheber fanatischen Hasses, als Alleinschuldiger an den barbarischen Angriffen auf den Landräuber Israel präsentiert, während es sich bei den Menschen in Gaza um friedfertige Einwohner handle, die für die Verbrechen der Terroristen zu Unrecht büßen müssen und Israels Bomben ebenso ohnmächtig ausgeliefert seien wie der Willkür ihrer Hamas-Herrscher. Dabei handelt es sich um ein Schwarz-Weiß-Denken, wie es falscher kaum sein könnte. Also, die Unterscheidung zwischen den Zivilisten in Gaza und der Hamas, also den unschuldigen Zivilisten und der schuldigen Hamas, ein Schwarz-Weiß-Denken, wie es falscher kaum sein könnte. Wie soll man das interpretieren? Vor allem, wenn Huch jetzt selbst schreibt, jedes Wort in diesem Artikel war richtig. Das wirkt fast so, als würde er es genauso sehen, wie er es in diesem ersten Absatz geschrieben hat, der von der Jüdischen Allgemeinen mittlerweile schon geändert wurde, weil die Jüdische Allgemeine der Auffassung war, dass dieser erste Absatz missverstanden worden sei. Also, das ist doch sehr interessant, wie Tobias Huch hier sich zu diesen Vorwürfen positioniert. Aber solche Widersprüche halten einen Tobias Huch nicht auf. In einem seiner nächsten Tweets teilte er einen Artikel der Ruhrbarone, den ich in einem eigenen Video heute Morgen schon einmal besprochen hatte. BSW-MDEP Fabio De Masi beteiligt sich mit Fake News und übelster Diffamierungen an einer Hetzkampagne aus dem Pro-Hamas-Lager gegen mich. Also ich bin kein Jurist. Wenn ihr Juristen seid, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Aber Fabio De Masi ist BSW-Politiker. Der hat nun wirklich nichts mit der Hamas zu tun. Das ist doch, ja. An dieser Stelle kann Tobias Huch, glaube ich, froh sein, dass andere Leute nicht so schnell damit sind, zum Anwalt oder zur Polizei zu rennen wie er selbst. Und auch den letzten Tweet des heutigen Videos, den ich mir leider auf einem zweiten Account anschauen musste, da Tobias Huch mich blockiert hat, will ich euch nicht vorenthalten. Es ist sehr interessant, wer aktuell so Fabio De Masi für seine Lügen über mich verteidigt. Sehr viele, auch große Accounts aus der antisemitischen, rechtsradikalen Ecke. Das BSW Wählerklientel. Hashtag Russland, Hashtag Hamas, Hashtag Fake News.
Ja, Leute wie Ole Nymon oder Patrick Kaczmarczyk oder zig andere Leute von Linkstwitter, die ich gesehen habe, sind aus der antisemitischen rechtsradikalen Ecke. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Das wird wohl so sein. Wie gesagt, ich habe nur gesehen, wie sich große Accounts auf Linkstwitter über Tobias Huch empört haben oder sich teils auch über ihn lustig gemacht haben und dann von ihm ziemlich häufig blockiert wurden, wie ich auch. Aber ja, dieses ständige in die Nähe stellen des Gegners, in die Nähe von Antisemitismus, von Hamas, von Russland, von allem, was man gerade irgendwie in diffamatorischer Absicht verwenden kann, jetzt auch Rechtsradikalismus, das scheint eine Strategie von Tobias Huch zu sein. Zumindest wirkt es auf mich nach Anschauen seines Twitter-Accounts so. Ich habe mir seine Streams wirklich fast noch nie angesehen, wenn, dann habe ich mal ganz kurz reingeschaut und bin dann gleich wieder weg. Das hat mich ehrlich gesagt nie groß interessiert, aber vielleicht sollte ich da mal genauer hinschauen, was Tobias Huch da sonst so verzapft. Wenn er sich auf Twitch ähnlich verhalten sollte wie auf Twitter, dann könnte das in Zukunft ja vielleicht noch einmal ein Video wert sein.